Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu This War of Mine. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück. In der letzten Folge wurden wir ausgeraubt, verletzt. Ja, es wurde eigentlich alles schiefgelaufen. Der gute Bruno ist verletzt und erholt sich langsam. Ist traurig. Der gute Pavel ist traurig und leicht verletzt. Erholt sich langsam. Ist wieder die Frage, ob ich vielleicht... Naja. Naja, das wird auch nichts bringen. Ich würde sagen, das läuft durch. Warum läuft das hier nicht mehr? Hä, was ist das? Willst du mal bitte gerade gucken? Was ist hier passiert? Ach, der hat abgebrochen. Warum auch immer. Na gut, dass wir das noch gesehen haben. Ja, wir haben aus Versehen die Kinder hier weglaufen lassen. Eigentlich wollte ich helfen, aber die sind zu schnell abgehauen. Der gute Pavel sollte das machen. So, wir werden den Tag jetzt beenden und schauen mal. Und zwar wird Marco wieder plündern, das ist klar. Und jetzt werde ich Risiko gehen, glaube ich, und beide im Bett pennen lassen. Wir wurden ja letzte Nacht ausgeraubt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir jetzt wieder ausgeraubt werden. Zumindest hoffe ich es. Wir gehen zur Autowerkstatt. Und dann nehme ich das Messer mit, oder was? Ich nehme nichts mit. Da gab es ja auch noch oben, falls wir nicht reinkommen oder nicht handeln können, gab es oben ja auch noch mehr als genug Zeug. Müssen wir erstmal hochgehen. Hey du, ich brauche Medikamente. Sehr gut, wir können nochmal handeln. Schauen wir mal, ich hatte ja hier welche abgelegt. Sehr schön, die sind noch da. Nehmen gerade mal alles mit. Jetzt haben wir noch zwei, die haben sich vermehrt, die Teddybären. So, warte mal, brauchen wir auf jeden Fall Material. Material. Lass mal das hier und lass mal das erstmal hier. Ja, ist mir erstmal gut. So. Ach, warte. Das ist doch Blödsinn, was ich hier gerade tue. Da kann ich ja gar nicht handeln. Wenn ich keinen Platz im Inventar habe. Weg. Ja, nun, beweg dich, Junge. So, komm raus. Ist der jetzt. Du sollst rauskommen. Ich will handeln. Ich mach das jetzt hier. Da, aber man kann handeln, okay. Nee, du sollst aber den unteren anklicken. Handeln. So, hier, Medikamente. Da oben hatte ich so ein Ding gesehen. Das hier nehmen wir mal mit. Ach, vielleicht kann man das durchsägen. Die könnte man natürlich auch gebrauchen, Wasserfilter und Waffenteile. Oh, Waffenteile mitbringen. Obwohl, nee, die findet man auch oft. Ja, aber was nehme ich denn jetzt von dem? Dann machen wir erstmal nochmal Essen, würde ich sagen. Uns wurde ja auch viel geraubt. Essen und... Jetzt sind wir schon eine Stufe weiter, das heißt, füllen wir mal auf. Mit... Ja, gut, Teile. Nehmen wir aber die Teile hier. Ach, die gehen nicht. Siehst du? Zahnräder sind mehr wert als Teile und Holz. Was krieg ich denn eigentlich für Wasser? Auch nur eins. Na gut, dann machen wir es doch so. Bitteschön. Dankeschön. Füllen wir uns mal oben auf. Und testen mal, ob wir hier jetzt da sind. Da können wir nämlich jetzt mit diesem komischen Schaber-Ding durch. Das ist natürlich, also wenn die das jetzt mitbekommen, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Okay, kann ich jetzt die Treppe runter? Was ist hier? Ey, diese Dinger machen mich wahnsinnig hier, ne? Wir füllen uns hier mit auf. So. Pennt der jetzt da?
Könnte ich natürlich mal hier hinten gucken. Hier scheint nichts zu sein. Oder das Fenster, ne? Ich habe gerade einen mega Schock gekriegt, ey. Wo ist der hier hin? Wo sind die überhaupt hin? Hier war da auch noch was. Da. Ach, das ist das Fenster. Okay. Das heißt, das hier ist der Typ und das ist das Fenster. Das hier ist gar keiner. Zumindest sehe ich niemanden. Ah, das hier können wir mitnehmen. In so einer Autowerkstatt gibt es wahrscheinlich einiges an Teilen. Ja, Holz ohne Ende. Ja, das hier brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Davon haben wir noch genug. Das heißt, wir nehmen erstmal Holz mit. Alles mal gerade angucken, damit wir das nächste Mal wissen, was wir hier so finden. Nochmal zwei Bären. Hier, das können wir auffüllen. Das können wir mitnehmen. Und hier geht's auch an Ausgang. Das ist gut. Das können wir alles nicht brauchen, ATM. Das heißt, wir gehen jetzt mal erstmal nach Hause. Oder? Warte mal, ich konnte da noch runter. Der pennt noch? Ich konnte hier noch runter. Das ist das Fenster, keine Angst. Hey, der hat hier überhaupt keinen Vater. Zumindest wüsste ich gerade nicht, wo der ist. Also hier gibt es auf jeden Fall Teile ohne Ende, ganz ehrlich. Und Teddybären gibt es hier ohne Ende. Hier ist auch niemand. Die ist verschlossen. Okay. Mehr können wir jetzt, glaube ich, hier erstmal nicht machen. Ich kann hier nochmal durchgucken. Der Typ pennt da, aber ob das jetzt das Risiko wert ist, obwohl wir eh schon voll sind, eher nicht. Wir gehen nach Hause und hoffen, dass wir nicht ausgeraubt wurden, denn wir haben natürlich auf Risiko gespielt und die beide pennen lassen. Oh Gott, jetzt wird's spannend. Tag 9. Hier bei This War of Mine. Komm schon. Gott, das sieht nicht gut aus, oder? Hier liegen überall so Sachen. Doch! Ich hab's echt schon gedacht, ne? Das ist gut. Er ist leicht verletzt. Er ist nur noch leicht verletzt, Bruno. Bruno, du musst kochen. Geh mal essen. Und dann kannst du gleich kochen. Du stehst auch mal auf. Ja, ich glaube, das leicht verletzt geht nicht weg ohne Bandage. Ich geb dir jetzt eine Bandage, ey. Ganz ehrlich, das ist mir jetzt zu heikel. Pavel, kriegst eine Bandage. So. Dann muss ich mal gerade gucken, haben wir noch Filter? Nein. Dann machen wir gerade ein paar Filter. Und du kochst. Einmal brauchen wir jetzt nur. Brauchen wir auch einmal Dingens. So. Filter. Du kochst jetzt einmal jenes, damit die beiden was zu essen bekommen. Und dann werden wir Alkohol brennen, Wasser machen und den ganzen Schmodder. Ich habe leider keine Bandage jetzt für Bruno, ne? Aber gut, da muss er jetzt erstmal durch. Ich versuche eine in der nächsten Nacht hoffentlich zu bekommen. Oder vielleicht kommt ja der Händler jetzt auch. Wir haben nämlich echt gut Alkohol. Damit kriegen wir auf jeden Fall. Die Falle hat auch, glaube ich, was. Wir haben kein Zucker mehr. Okay, auch gut zu wissen. Wir brauchen Zucker. Ja. Du guckst mal in der Falle. Und dann bin ich mir jetzt mal gespannt, was da rauskommt. Ein Fleisch oder zwei Fleisch? Was soll hergestellt werden? Hä?
Das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Hat er der... Hat dann ist nichts gefangen worden, oder? Ich leg das jetzt mal rein hier. Ist Genießbarriere oder so? Du hast 4. Okay. Offenbar weiß ich nicht, warum oder wieso, aber hier war offenbar nichts drin. Okay, schauen wir mal gerade, was wir bauen können. Ob wir vielleicht diesen Kräutergarten irgendwie bauen können. Nee, können wir nicht. Uns fehlt Holz ohne Ende, ey. Tja. Wäre toll, aktuell ein Wetter vorher sagen zu. Das ist ja auch nicht teuer, ne? Ey, ich könnte mir mal ein Radio herstellen. Ich hätte das aber gerne hier irgendwo stehen, tatsächlich. Stell was hier hin. Ein Radio. Warum nicht? Oh, kann bitte der Händler mal kommen, ey. Ey, wenn man den mal braucht, kommt der wieder nicht, ne? Ah, das ist eine Figur. Bruno, was kannst du denn jetzt machen? Können wir das upgraden? Das bringt aber auch nichts. Wir brauchen unbedingt Holz. Also für nächstes Mal, wir gucken jetzt mal genau, dass wir das hinkriegen. Also nächstes Mal will ich auf jeden Fall, nächsten Tag will ich auf jeden Fall das Ding hier bauen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall 13 Holz und ein paar Teile. So, dann halten wir das Ding nämlich mal abgehakt. Was braucht man denn, um mit Brettern zu nageln? Da braucht man auch Holz ohne Ende, ey. Eieiei, das hier brauchen wir noch nicht. Ist noch warm genug, glaube ich. Tja. Was sagt denn die Bio hier? Jeder sollte eine glückliche Erinnerung auswählen. Eine gute reicht nicht. Sie muss groß, achso, eine gute reicht nicht. Sie muss großartig sein. Wenn es so schlimm wird, dass man sich nur noch hinsetzen und weinen möchte und das Leben keinen Sinn mehr ergibt, dann sollte man die Augen schließen und an diesen glücklichen Moment denken. Es ist nicht einfach, aber man muss es versuchen. Marco, was ist? Ja, der Händler scheint nicht zu kommen momentan. Du kannst mal essen jetzt. Und du kannst mal das Radio einschalten. Genug gepennt. Das bedeutet, du kannst jetzt auch essen. Tag 9. Kaffee ist in belagerten Pogoren immer ein seltenes Gut. Es wird erwartet, dass der Preis für Kaffee auf dem Schwarzmarkt steigt. Oh, kann ich drehen. Aber was? Als ob der Krieg nicht schon schlimm genug wäre, steigt die Kriminalität in Pogoren an. Es gibt Berichte von bewaffneten Angriffen und Überfällen. Oh ja, das stimmt. Okay. Zu wissen. So, ich will dann gleich noch einmal das Wasser durchlaufen lassen über die Nacht. Wir haben da noch einen Filter, oder? Ja. Ja, okay, der Händler wird diesen Tag nicht mehr kommen. Also an Essen haben wir momentan ja zum Glück auch relativ viel. Das ist gut für uns. Ja, Bruno, du kannst mal hinlegen, dann erholst du dich wenigstens ein bisschen. Und du auch. Wie er hier rumsteht. Ich wünschte, ich hätte die Stadt verlassen. Verdammt. Tja, das Leben ist kein Wunschkonzert. So. Herstellen.
Und dann können wir den Tag auch beenden. Und dieses Mal müssen wir auf jeden Fall wieder Wachen haben, denke ich. Ich kann ja mal gerade gucken hier bei diesem Waffentisch, ob wir noch irgendwas herstellen können. Aber ich glaube, wir haben gar keine Waffenteile, oder? Wir haben Patronen und Schießpulver, ja. Aber wir haben null Waffenteile, das heißt, wir können nichts herstellen. Wir müssen das wahrscheinlich auch erst upgraden, ehe wir irgendwie mal vielleicht eine Schusswaffe oder so herstellen könnten. Kann das sein? Messer haben wir, ja gut. Den ganzen Schwachsinn hier natürlich. Aber gut, dann beenden wir den Tag und schauen mal, dass wir jetzt Material rankarren. Und zwar leicht verletzt, traurig, leicht verletzt, bandagiert, dann wirst du Wache stehen. Und du, wir können auch beide Wache stehen lassen. Warte mal, zwei Betten. Sollte auch hinhauen. Wobei du, nee, du solltest pennen wegen deiner Wunde. Wir gehen wieder in die Autowerkstatt und nehmen das mit, oder? Soll ich die horten? Medikamente. Müssen wir überhaupt handeln jetzt? Nee, wir müssen jetzt nicht handeln. Wir holen da jetzt, wir haben genug Essen. Der hat ja eigentlich sehr viel Essen gehabt. Das bedeutet, wir gehen so plündern. Wir kommen ja hinten jetzt in die Werkstatt rein und holen uns da jetzt einfach massig Zeug. Leider keine Medikamente dabei, mein Freund. Ich nehme mal gerade alles mit, das können wir da hinten irgendwo deportieren. Müssen wir mal gucken, was der Typ macht. Weil wenn er jetzt da... Tja. Bleibt der, geht der wieder pennen? Oder was tut der? Ich will nicht, dass der mich überrascht. Das muss nicht sein. Okay. Wasser, Teile, Kaffee, soll ja wertvoll sein. Beeren lassen wir erstmal hier und Tabak und das Ganze lassen wir auch erstmal hier. So. Da, Holz, 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 das nehmen wir alles mit. Hier haben wir nochmal Kaffee und weiteres Tabakgedöns und Beeren. Was soll man mit diesen ganzen Plüschbären anfangen? Ernsthaft? So. Weiß ich noch irgendwas? Das ist nur leer. Oh, hier gibt's noch. Düngemittel haben wir noch. Ist auch nicht so wertvoll wie das hier. Okay, jetzt brauchen wir noch einmal Holz. Ich glaube, hier unten war noch Holz. Wir müssen Brecheisen mitnehmen für die Tür hier. Hier ist doch Holz. Und nochmal Wasser. So, Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Nehme ich lieber noch, warte mal, wie viel Holz brauchten wir nochmal? 13, ne? 8, 10, ja, das reicht nämlich nicht. Dann lassen wir nämlich den Kaffee hier. Und nehmen weiteres Holz mit. Okay, das müsste lang. Das reicht dann auch schon. Für diese Runde. Und, Marco ist zurück. Dann kommen wir in den zweistelligen Bereich, liebe Freunde, oder? Ist jetzt Tag 10. Ja, Tag 10. Immerhin. Glaube ich nicht so scheiße. Bitte nicht ausgeraubt worden. Bitte nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Alle zwei Nächte, oder was? Mann! Zumindest wurde keiner verletzt. Oh, schon wieder dreimal essen, oder was? Ey, die klauen unser Fressen. Das ist unfassbar. So, ja, kann ich jetzt auch nicht ändern.
Bevor ich hier... wir machen jetzt erstmal die Folge, schließen wir jetzt erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei This War of Mine. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Brilli. Macht's gut. Und dann geht's hier weiter. Im Krieg. Macht's gut.